seit wann hat sie hier einen Vorhang? Hallo! Uhu. Ihr seid ja noch da! Cool, wir auch! Und weil ihr so lange nichts mehr von uns gehört habt, gibt's jetzt einen ganz kleinen Abriss, was bisher geschah. Wir sind Stefanie und Jeremy und das ist unser selbst ausgebauter Van Olaf. Im Jahr 2019 entschieden wir uns, unser altes Leben hinter uns zu lassen, unsere Jobs zu kündigen und in unserem Van durch Europa zu reisen. Nach 3 Monaten in Griechenland kam der Lockdown und wir saßen fest. Nach über 3 Monaten Ausgangssperre erkundeten wir dieses wunderschöne Land noch 1 Monat und machten uns im August 2020 auf den Heimweg in die Schweiz, um für eine kurze Zeit zu arbeiten, da Corona unsere Pläne ein wenig durcheinander brachte. Im schönen Bündnerland fanden wir eine Arbeitsstelle, in welcher wir ein halbes Jahr lang den Winter über arbeiten konnten. Da unser lieber Olaf nicht für Wintercamping ausgebaut wurde, mussten wir ihn über diese Zeit einwintern. Dafür mieteten wir uns eine kleine Einzimmerwohnung, welche etwa genauso dicht war wie die Schiebetüre unseres Vans. Zwischenzeitlich durften wir am Swiss Caravan Salon einen Vortrag über unser Vollzeitleben im Van halten. Der Salon wurde jedoch nach nur knapp 2 Tagen abgebrochen, was mehr eine politische als eine organisatorische Ursache hatte. Wir schmiedeten Pläne, uns ein Haus in Ungarn zu kaufen, da wir einfach eine kleine Base haben wollten, an welche wir jederzeit zurückkehren konnten. Leider ließen uns die dortigen Zollbeamten nicht in das Land einreisen und wir verbrachten über 1 Monat in Österreich, um die Grenzöffnung abzuwarten. Währenddessen arbeiteten wir als Workaway auf einem Gnadenhof, haben Freundschaften geschlossen, süße Katzen gestreichelt und eine schöne Zeit mit vielen Tieren verbracht. Irgendwann hatte unsere Geduld ein Ende. Wir haben uns entschieden, wir wollen ans Meer. Somit haben wir unsere Pläne neu priorisiert, sind zurück in die Schweiz gefahren, haben unserem Olaf den lang ersehnten neuen Ausbau verpasst, die Tickets organisiert und die Fähre von Italien nach Spanien genommen. Es ist unglaublich, ich bin nach 4 Jahren endlich wieder in Spanien. Echt ein ganz krasses Gefühl. Ich bin so aufgeregt, hibbelig. Seit einigen Tagen hier und haben beschlossen, unseren YouTube-Kanal wieder anzukurbeln, da wir seit ein paar Wochen kein neues Video mehr hochgeladen haben. Ein paar Wochen? Alter, das waren fast 7 Monate. Und damit herzlich willkommen auf unserem Kanal Olaf in a Van. Wupp, wupp, wupp. Woo. Vielen herzlichen Dank für eure Geduld. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr lange keine Videos mehr hochgeladen. Und so viele Leute haben uns gefragt, wann denn endlich ein neues Video kommt. Also einer. Danke 981 Philipp. Und ein riesen Dankeschön an all die neuen Abonnenten, die neu hinzugekommen sind. Und wir haben was zu feiern. Wir haben 1000 Abonnenten. Wir sind wieder da. Wir versprechen, die Videos kommen jetzt regelmäßiger als die letzten 10 Monate. Definitiv. Mittlerweile sind wir im schönen Cabo de Palos angekommen. Sind hier als Workaway tätig. Aber wir labern jetzt nicht lange rum. Wir müssen baden gehen.
ist jetzt 5:30. Wir haben gedacht, wir stehen heute mal vor Sonnenaufgang auf und gehen zum Strand runter, mal ein paar coole Videos machen. Ich glaube, Stefanie schläft noch. Morgen. Was? Ihr seid immer noch da? Was wollt ihr denn noch sehen? Was, wie wir den Van umgebaut haben? Die zweite Roomtour? Dann schreibt es doch unten bitte in die Kommentare rein. Dann überlegen wir uns vielleicht eine zweite Roomtour. Roomtour. Rumkugeln. Anyway, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sind wieder da, energiegeladener als je zuvor. Bis zum nächsten Video. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut! Tschüss.